Vorstandsvorsitzenden, Vorständen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir werden den Aufstellungsbeschluss ja ablehnen, weil wir sehr wohl finden, dass es gut ist, dass auf dem Gebiet, dass es einen Aufstellungsbeschluss braucht. Wir sind aber nicht zufrieden damit, wie er aussieht. Sie haben jetzt viel davon gesprochen, welche Hoffnung besteht, wie sich dieses Gebiet entwickelt. Und Sie meinten gerade nochmal, Aufstellungsbeschluss ist ja der erste Schritt in so einem Verfahren. Und es ist ja, als wäre es ein weißes Blatt, wo noch nicht viel feststeht. Umso seltsamer ist es ja, dass der Wettbewerb bereits fest stattgefunden hat, dass es auch bereits ein Ergebnis gibt, das nur nicht vor dem Ausschuss von der Öffentlichkeit präsentiert wurde, aber wo ja schon ganz viel festgelegt ist. Ein Aufstellungsbeschluss regelt einmal, in welchem Gebiet eine Planung stattfinden soll, um eben auch zu verhindern, dass dort irgendwas passiert, aber es legt natürlich auch fest, was Ziel und Zweck ist. Ich meine, wenn man heute an das Henschel-Areal denkt, dann denkt man doch als erstes ans Henschel-Museum, ans Technikmuseum, an die Skatehalle, an die ganzen Vereine in der Hammerschmiede, weil genau das die Akteure sind, die dieses Gelände, die die Sprache an vielen Stellen ja am Leben gehalten haben, die dazu beigetragen haben, dass es auch immer wieder der Öffentlichkeit zugänglich war und die diese Hallen mit Leben gefüllt haben. Jetzt ist es aber so, dass in dem Neuen, auch von den Architekten, die jetzt ausgelobt wurden, da heißt es, jetzt wird entwickelt Richtung Gewerbe und Wohnen. Ich finde es sehr gut, wenn da Wohnen steht. Ich habe auch nichts dagegen, wenn da auch Gewerbe ist, aber ich frage mich, der Stellenwert der Kultur dafür, dass das genau der Bereich ist, der dieses Gebiet die ganze Zeit belebt hat, der kommt mir dabei zu kurz. Im konkreteren Text heißt es ja eben Gewerbe und Produktion, ergänzende Nutzungen sind ebenso vorgesehen, ergänzende Nutzungen im Bereich Kunst, Kultur und Freizeit sowie Nahversorgung, Gastro und soziale Infrastrukturen komplettieren die Nutzungsmischung mit einem untergeordneten Anteil. Und ich finde, in so einer Situation, wo die Kultur doch immer sagt, sie braucht vor allem Räume, sie braucht bezahlbare Räume, dann zu sagen, auf diesem Gelände, wo man jetzt die Chance hat, der Kultur den Platz zu geben und der Kultur, die da bereits ist, zu sichern, dass sie da auch bleiben kann, das wäre die Aufgabe von einem Aufstellungsbeschluss. Weil wir da erst weiterentwickeln können, wenn wir denen, die dort jetzt schon sind, auch garantieren können, dass sie da bleiben können. Und Sie können jetzt sagen, ja, das ist ja irgendwie auch ein Aspekt in dem städtebaulichen Wettbewerb. Aber wenn in den letzten Monaten die Mieten dort gestiegen sind, auch für die Kulturschaffenden, dass es jetzt schon sehr schwierig ist, da drin zu bleiben, dann habe ich einfach wenig Sicherheit, dass es auch in der Zukunft dort bezahlbar ist. Und das wäre die Aufgabe von einem Aufstellungsbeschluss gewesen. Das hätten wir uns gewünscht. Das haben wir auch nicht in den ganzen Beteiligungsrunden vorgefunden, weil die Mieterinnen waren ja letztendlich bei der Entscheidung nicht mitbeteiligt. Und deswegen lehnen wir den Aufstellungsbeschluss in der Form, die er jetzt vorliegt, ab.